Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und dieses Mal gibt es Turok 2 für den Gameboy. Warum genau dieses Spiel? Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit den Test zu Turok auf den Gameboy gemacht und ich war ganz überrascht, dass es doch relativ gut abgeschnitten hat. Aber dann meintet ihr in den Kommentaren immer: dann spiel aber bitte mal Turok 2 auf den Gameboy Color. Das ist wirklich Mist. Und ja. Den Wunsch, den gebe ich mich natürlich hin, weil ich habe das Spiel sogar in meiner Sammlung. Das war in irgendeinem Konvolut dabei oder war es in der Konsolenkost-Überraschungsbox? Bin ich mir gerade nicht unsicher. Aber ja, das war auf jeden Fall da und klar, spielen wir mal rein. Wie gesagt, der erste Teil hätte mich relativ überrascht, weil das eigentlich ein solider Plattformer ist mit vielen Waffen und alles. Also schauen wir mal rein, würde ich sagen. Okay, anscheinend gibt es auf jeden Fall verschiedene Modi. Ja, also Optionen, gucken wir mal kurz rein, was es gibt. Musik ein, Level leicht, Passwort, okay, also es gibt ein Passwortsystem, was natürlich immer nicht verkehrt ist. Okay, so, was kann ich machen? Ich kann schlagen, ich kann springen. Okay. Ich habe keine Waffen, ist das ein fieses Ding? Okay, nee. Gut. Sind das Zombies oder was soll das sein? Okay, sie verletzen mich anscheinend nicht und ich kann sie nicht verletzen. Er kann ja hier so runterknien. Hä? Wie sollte er mich jetzt fallen? Hallo, das sieht doch genauso aus wie die anderen. Wenn er jetzt wenigstens irgendwie eine andere Farbe hätte oder ähnliches. Also ich gehe jetzt mal den allen aus dem Weg. Was natürlich sehr spannend ist, also entweder nach oben oder nach unten gehen. Ich sollte nicht in die Kamera gucken und spielen auf einmal. Nein, okay. Der hat alle nur so einen bestimmten Bewegungszeitraum. Also, okay, also die Steuerung, die ist okay. Ja. Was man sieht, was ich ja immer nicht so gerne mag, ist, wenn sie so ein bisschen nachlaufen, ne? Also, wie gesagt, ich spiele wieder mit Emulator. Wenn man das sieht so. Wenn man aufhört zu drücken, dann geht er so ein, zwei Schritte immer nach. Das mag ich ja nie. Genau, warum ich das mit Emulator spiele? Ich habe es vielleicht irgendwann schon mal erwähnt. Kann ich hier rein? Nee. Und zwar hat der Gameboy-Slot von meinem Retron 5 den Geist aufgegeben. Und daher muss ich zum Aufnehmen ist leider den Emulator immer benutzen. Okay, wir haben einen Store. Also bisher ist es eher so. Das ist nicht wirklich quasi ein, ich sag mal, flapsig Godzilla mit einer Waffe. Okay, hier im Store sind anscheinend die Echsenmenschen unterwegs. Habe ich hier jetzt vielleicht eine Waffe? Nee. Start ist Pause. Beim Gameboy-Titel hatte man ja. Okay. Ich habe so leicht das Gefühl, dass das stunt nur und schädigt die nicht. Aber gut, dann komme ich wenigstens so durchs Level. Keine Ahnung, ob ich irgendwo eine Waffe verpasst habe oder ähnliches. Also es ist jetzt nicht. Ach, das sind ja. Also die Stacheln hätte man natürlich farblich auch ein bisschen besser machen können. Vor allem diese Grünen da. Die verschmelzen dann noch arg mit dem Hintergrund. Klar, es kann natürlich sein, dass ich jetzt eine Waffe irgendwo vergessen habe, dass es eigentlich einfacher ist. Was haben wir wieder der? Also Steuerung ist eigentlich durchaus so in Ordnung, aber irgendwie. Ja. Also, der erste Teil war ein schöner Plattformer mit vielen Waffen und Gegnern und Level erkunden und so weiter. Und hier ist das Level ablaufen und Gegnern ausweichen. Eine Tasche? Ah, das haben wir ein Messer. Habe ich jetzt Waffen? Okay, also ich drücke ich sehr select gerade, aber anscheinend hat er nur das Messer. Ach, damit kann ich sie mit einem Schlag erledigen. Das Messer war nämlich so eine ganz mistige Waffe im ersten Teil, die man wirklich nicht benutzen konnte. Okay. Sind trotzdem hier. Wieso ist der jetzt wieder lieb? Ich verstehe es nicht. Das Sprite von dem Gegner sieht exakt so aus. Soll man denn da durchsteigen?
Also sagt er, ich habe schon basic größere Mist gespielt. Also hier the Swarm Thing und so weiter, das war richtig mies. Muss ich irgendwo hin? Irgendwo hoch? Also hier geht's nicht weiter. Oder muss ich damit jetzt die Echsenmenschen erledigen mit dem Messer? Aber ich hab nicht mehr wirklich viel Lebensenergie. Das wird knapp, würde ich sagen. Also Grafik, da haben sie auch die selben Sprites genommen wie aus dem Gameboy-Teil, so ich das beurteilen kann. Also zumindest der Charakter ist da gleich, halt und entsprechend mit Farben halt. Haben sie halt natürlich recycelt. Ist natürlich auch... Wo bin ich jetzt? Wieder ganz am Anfang. Kann ich mal gucken, ob ich in die Läden reinkomme. Also ich finde es ja immer sehr problematisch, wenn ein eigentlich einfaches Spiel denn nicht so lesbar ist, ne? Wie gesagt, hier, Gegner. Die sehen exakt gleich aus. Woher soll ich denn gleich am Anfang wissen, wer ist Böses und wer nicht? Verstehe ich nicht. Warum konnte man die nicht wenigstens farblich irgendwie anders machen, wenn man schon zu faul war, einen eigenen Sprite dafür zu entwickeln? Ich weiche den aus, weil das ist echt fummelig, die zu treffen, muss ich sagen. Also das Kampfsystem macht bisher keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht ändert, wenn ich die Waffen habe. Die Schusswaffen, die komme ich auch nicht rein. Es ist halt nicht so wirklich gut. Da war der erste Titel wirklich wesentlich besser. Da wusste man wenigstens, was man tun soll und so weiter. Also. Ich weiß ja nicht. Ja. Okay, mit einem Schlag sind die jetzt tot. Was ja auch interessant ist. Also einen Stich mit einem Minimesser, sie sind weg. Auch die Reichweite. Oh, ich hasse, wenn Spiele für Nahkampfwaffen so eine Kack-Reichweite haben. Ne? Wieso schlägt der so? Anstatt einfach so zu schlagen. Das meine ich. Also ich will natürlich nicht sagen, dass das jetzt Nahkampfwaffen in Spielen allgemein jetzt quasi wie eine Fernkampfwaffe sein sollen, aber wenigstens etwas mehr Reichweite, ne? Ach so, muss man echt das verdammt gut timen. Okay, jetzt sind wir wieder hier, okay. Du bist nicht böse, du bist böse. Das Beste ist, wenn man die erstmal quasi so auf sich drauf hat, sage ich mal. Wird man die auch nicht wieder los? Kann ich da rumspringen? Das wundert mich, dass das Spiel, stand ja am Anfang, von den Bitmanagers programmiert wurde. Die machen eigentlich im Normalfall bessere Spiele. Deswegen dachte ich eigentlich, so mies kann das eigentlich nicht sein, ne? Du bist lieb. Kann ich hier rein? Versuch's halt jetzt gerade überall einfach mal irgendwo reinzugehen oder raufzuklettern. Oder sind wir schon weiter? Nee, doch. Hä? Das ist auch so, die Level sehen so unendlich scrollend aus, ne? Ja, was muss ich jetzt machen? Aber mit Select kann ich hier anscheinend irgendwas sehen. Ich lasse es mal gedrückt. Vielleicht gibt es denn hier irgendwelche Geheimgänge oder sowas? So eine Art Echsensicht oder irgendwie sowas? Oh. Spannend, würde ich sagen, ne? Dann vielleicht denn doch bei den Echsen, ne? Kann das sein? Komme ich da überhaupt zurück? Man weiß es nicht. Was war denn so falsch am Spielkonzept vom ersten Teil? Warum musste man denn hier jetzt irgendwie sowas Besonderes machen? Man hatte doch eine Vorlage, was vernünftig ist. Verstehe ich nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall zurück. Jetzt laufe ich jetzt ganze Zeit. Kann es natürlich auf dem Holzweg sein, aber es ist ja die einzig neue Fähigkeit, die ich jetzt hier bekommen habe. Natürlich nicht drüber gekommen.
Kommt da eigentlich hoch? Nee. Fallschaden gibt es auch. Und wieder ganz am Anfang. Keine Ahnung. Spaß ist irgendwie anders. Ganz ehrlich. Was ist das hier, so eine Art Portal mit diesen zwei Stangen? Nein? Gut. Ich bin ratlos, muss ich sagen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es auch keine Lust, jetzt großartig danach zu schauen. Weil so geil ist das Spiel jetzt auch nicht, ne? Dass das irgendwie die Motivation bei mir geweckt wäre. Wisst ihr was? Ich lasse für heute einfach gut sein. Wenn ihr wisst, was ich machen soll da, dann könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Also, es ist jetzt kein abgrundtief schlechtes Spiel. Nur halt vom Spielaufbau hätte man sich eigentlich vom Vorgänger mehr abgucken sollen. Das ist irgendwie verwirrend, man weiß nicht, was man machen soll. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es später besser, aber zumindest der Einstieg ist sehr, sehr seltsam. Also wie gesagt, schlechtere Spiele hatte ich schon, aber gut ist es, glaube ich, auch nicht. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.